Wir befinden uns hier im Mittelsaal des historischen Gebäudeteils des Leopold-Hirsch-Museums in Düren. Derzeit zeigen wir hier ausgewählte Werke der klassischen Moderne aus dem Sammlungsbestand des Leopold-Hirsch-Museums. Und wir betrachten Max Beckmanns Kirche in Marseille von 1931. Das Bild zeigt einen Ausblick aus einem Fenster, aus einem geschlossenen Fenster auf die Fassade der Kathedrale von Marseille, die sich in unmittelbarer Nähe neben dem Industriehafen befindet, der hier schemenhaft angedeutet ist. Hafenbaracken, im Hintergrund Segelboote. Ansonsten den Vorplatz der Kathedrale, das Plateau ist extra für die Errichtung aufgeschüttet worden. Dominiert wird das Bild aber von dem Fensterkreuz des Zimmers sowie den Vorhängen rechts und links und einem auf dem Fensterbord abgestellten Karaffe, einer Zeitung, einem Teller mit Fischen. Ansonsten ist der Raum nicht weiter definiert. Was sehen wir? Wir sehen einen düsteren Himmel, eine dunkle Fassade, eine bedrückende Situation. Wir sehen gar nicht das Klischee des sonnendurchfluteten Südens, den man gemeinhin mit einem Bild von Marseille assoziieren würde. Max Beckmann ist seit 1928 Inhaber eines Ateliers in Paris und von dort unternimmt er regelmäßig Reisen nach Südfrankreich. Im Jahr 1931 ebenfalls. Es scheint aber so zu sein, dass keine rechte Feenstimmung aufkommt. Diese Fische hier unten, die sicher frisch auf dem Markt gekauft sind und üblicherweise in einer Zeitung eingeschlagen werden, befinden sich auf einem Glasteller. Ich schließe das daraus, weil hier die Zeitungskante dieser gefalteten Zeitung unter dem Teller sichtbar wird. Und die Zeitung ist noch ordentlich gefaltet. Insofern war es vielleicht doch nicht nur die Verpackung der Fische, sondern weist auch auf das damalige Nachrichtenmedium hin, das sicherlich über die aktuellen Entwicklungen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der Zeit informiert. Max Beckmann ist zu diesem Zeitpunkt ein anerkannter Künstler in Deutschland. Aber die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise machen sich bemerkbar, sowie zunehmend die extremen politischen Bewegungen in Deutschland. Und die werden in Kürze auch dazu führen, dass Max Beckmann sein Lehramt verliert, dass die Bilder, die in öffentlichen Sammlungen hängen, entfernt werden und auch Teil der Verfemung durch die Propagandaaktion der Nationalsozialisten entartete Kunst werden. Insofern ändert sich seine Lebenssituation fundamental und mehr als eine topografische Verortung ist dieses Bild eigentlich ein Stimmungsbild, der Ausdruck seiner persönlichen Lebenssituation zu diesem Zeitpunkt, die eben sehr bedrohlich und düster zu sein scheint. Formal ist das Bild aber ein wesentlicher Moment in seiner künstlerischen Entwicklung, denn die Zusammengedrängtheit der Bildelemente, die kippenden Perspektiven verstärken sich hier nochmal und werden dann zentrale Elemente seiner späteren Bildfindung, wie sie in den großen Triptychen in den Folgejahren deutlich werden, beginnend mit der Abfahrt, die 1932 entsteht und heute im Museum of Modern Art ist. Große monumentale Bilder, die sich in der Kirche in Marseille und ihren malerischen Mitteln unmittelbar ankündigen.